Peugeot stellt auf dem Genfer Autosalon 2014 den neuen Peugeot 308 SW vor. Aus dem vanartigen Vorgänger wird mit dem neuen Modell ein klassischer Kombi, der deutlich frischer wirkt. Der neue ist 4,59 Meter lang und 1,47 Meter hoch. Der Radstand wird um 11 cm gestreckt. Damit orientiert er sich eng am Klassenprimus Golf. In der Seitenansicht wirkt der Kombi schlanker als bisher. Eine vollständige Chromeinfassung der Fensterflächen ist Serie, ebenso eine Dachreling aus Alu. Peugeot verspricht sehr ordentliche 610 bis 1660 Liter Ladevolumen für den Kofferraum. Die geteilte Rückbank klappt mit einem Handgriff vom Kofferraum aus und liefert eine ebene Ladefläche. Im Innenraum kommt das sogenannte Peugeot iCockpit aus der Limousine mit dem über dem Lenkrad angeordneten Drehzahlmesser, Tacho und Multifunktionsdisplay zum Einsatz. Ein 9,7 Zoll großer Touchscreen ist Teil des Pakets. Auch bei den Assistenzsystemen legt Peugeot nach. Wie die Limousine hat auch der Kombi abgespeckt und ist bis zu 140 Kilo leichter als der Vorgänger. Der Leistungsbereich der Benziner reicht von 130 bis 155 PS. Die Dieselpalette hat zwischen 92 und 120 PS. Die neue Version des 1,6 Liter Blue HDI mit 120 PS soll nur 3,3 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Bereits im Juli 2014 wird die Palette um einen Dreizylinder-Turbobenziner mit 110 PS sowie ein neues Sechsgang-Automatikgetriebe für die Benzinerversion mit 130 PS erweitert. Preise nennt Peugeot noch nicht. Marktstart soll aber noch dieses Frühjahr sein.